Und jetzt selbst mit den Geldautomaten, da brauchst du ja gar keine Karte mehr. Das ist eine Kamera, die tastet dein Gesicht ab, drückst du auf den Knopf, kriegst du deine Biepen. Die haben auch schon Bann gehabt. Kam die Claudia Schiffer, wollte Geld abheben, war ungeschminkt, hatte der Inge Meisel das ganze Konto leergeräumt. Ich habe sogar mit dem Helmut Kohl gesprochen. Ich sage, Herr Kohl, wäre das damals im Osten alles in der DDR, alles anders gekommen, wenn man anstatt den Kennedy den Walter Ulbricht ermordet hätte? Das wusste der auch nicht. Nee. Aber hat gesagt, eins weiß ich, der Onassis hätte nie die Lotte Ulbricht geheiratet. Ja, was ist das? Der hätte nie. Und jetzt will er nach Israel. Ich habe ihm gleich gesagt, ich sage, Herr Kohl, Israel, das ist doch gefährlich. Aber er muss hin, die wollen den zum Rabbi machen. Aber Kohl Rabbi, das klingt ja ohne. Er hat gesagt, er möchte gerne in Bethlehem begraben werden. Aber die SPD ist dagegen. Die haben gesagt, da ist schon mal einer auferstanden. Und da war der Herr Lafontaine, war auch das, Lafontaine, das ist immer der, der sagt, lieber mit Blaulicht ins Rotlichtmilieu als gar keine Erleuchtung. Und der Kanzlerkandidat, mit dem habe ich mich auch unterhalten, der sieht ja immer aus in Schale, was? Der hatte so ein Kamelhaarsakko an, das saß wie angewachsen. Also der hatte. Ja, was? Der muss er doch haben, Leute. Er muss ja, er hat ja sogar als Schauspieler gearbeitet. Der Schröder, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten in der Serie. Wahrscheinlich für schlechte Zeiten, aber jedenfalls, er hat in der Serie, hat er, ich denke mir, der Schröder ist der einzige Schauspieler, der keinen Oscar wünscht.